und willkommen zum nächsten Farmvlog. Ja, heute wollte ich nochmal eben mit dem Roder ein paar Kartoffeln rausholen, nochmal eben einmal ausprobieren. Zumindest die eine Reihe hier eben zu Ende machen, wo ich ja mal angefangen habe. Das ist die hier, hier habe ich aufgehört. Da fingen die auch alle an zu schieben und so weiter. Ja, war halt nicht so das Wahre. Die mache ich auf jeden Fall zu Ende. Mal gucken, ob ich noch die zweite mache hier. Dann sind auf jeden Fall zwei Reihen von den Annabelle raus. Und dann, ja, was sind da noch halbe Reihen da? Zwei Stück. Das sind ja schon Belaner. Ja. Mal gucken, auf jeden Fall wollte ich erstmal ausprobieren. Gucken, was er macht. Kameras kommen diesmal drauf. ja, und dann mal gucken, was oben ankommt. Jo. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie Samstagwetter werden soll. Anscheinend soll es regnen. Aber wenn es trocken bleiben sollte, ja, dann könnte es sein, dass die Kartoffeln rauskommen. Ja. So ist auf jeden Fall der Plan. Aber das sehen wir dann. Erstmal gucken, was er jetzt macht. Und dann, ja. Jo, ich schmeiß einen Johnny davor und dann holen wir mal die Kartoffeln raus.
Moinsen. Ja, ich war hier in den Kartoffeln nochmal wieder fleißig. Ja, ich habe hier vorne die Kartoffeln so weit rausgeholt von Hand. Hinten habe ich noch ein paar rausgeholt. Und ja, dann kann das hier eigentlich mal so beigehen mit Kartoffelroden. Was ich aber noch beim Rodein machen muss, ja, wie man sieht, ich habe hier eine Folie reingelegt, damit die Kartoffeln hier ein bisschen besser hochgehen. Das Problem ist, hier oben werden sie noch kaputt gedrückt. Und hier oben ist so eine Kante und ja, da werden teils Kartoffeln kaputt gedrückt und das verschockt mich. Jetzt habe ich mir ein neues Blech bestellt und beziehungsweise das Blech ist da. Jetzt muss das da auch noch mit reingebastelt werden, dass die Kartoffeln da vernünftig hochgehen. Weil kaputte Kartoffeln, nee, muss nicht sein. ja, das soll dann jetzt die Tage eigentlich auch noch passieren. Am besten morgen und dann, ja. Weil ja, Kartoffeln, die müssen raus. Dann kann ich nämlich hier vernünftig Mais häckseln, wenn der Mais runterkommt. Ja, zweiter Schnitt steht noch an. Plan habe ich immer eben ausgelegt. Dann kann ich das hier nämlich noch ein bisschen fertig machen für den Silo. Ja, mit dem zweiten Schnitt, beziehungsweise hier die Weide, sollten ja eigentlich erst die Ränder hin. Habe ich mich jetzt aber umentschieden, das wird gemäht. Das wird hier einmal gemäht, weil, ja, hier steht nicht viel. Herr Wender, die fütter ich zu. Ich denke mal, die Tage oder so werde ich von dem Kumpel noch Siloballen holen. Der hat noch 4 Stück stehen und ja, dann füttere ich da mal ein Siloballen von weg. Und der nächste Grund ist, warum ich das hier mitmähen will, ist das Gras hier hinten. Ja, da kommt fast nichts hoch. Also da ist, ich war noch überlegen, da Dünger drauf zu fahren, aber das werde ich mir hier wohl verkneifen. Wenn Dünger drauf kommt, dann allerhöchstens hier. Wir haben ja schon ein bisschen was geholt. Und ja, das ist das meiste, was hier drin steht, das ist Tritikale oder Unkraut. Hier und da ist noch immer ein bisschen Gras. Ah, ich weiß nicht. Ich denke mal, das war. Das war nichts dieses Jahr. Das ist halt das Problem, ich habe gesät, danach hat es geregnet, Gras fing an zu keimen, dann war es trocken. Ja. Man kann sich jeder ausmalen, wo es dann hingeht. deswegen mähe ich das hier nochmal komplett. Kumpel kriege ich auch noch wieder was. Dann hat er die Fläche auch wieder schier. Und ja. Hier gehe ich gleich bei einmal durchhacken. Dann kann hier nämlich einmal Dünger dran und der restliche Dünger, den wir dann noch haben. Wir haben 4 Sack ASS geholt. Kilo jeweils. Und ja, ein Teil kommt hier, ein bisschen kommt hier halt drauf auf den Rüben und der Rest dann hier aufs Gras. So, das Gras hier nochmal ein bisschen wachsen und dann zweiter Schnitt geht dann in den Silo. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ein Schnitt, der fehlt. Hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich sag mal so, mit Silo, da brennt noch nichts an. Da haben wir noch genug. Aber ich sag mal, wenn du 2 Schnitte in Silo fahren kannst, ist dann doch schon schöner, als wenn du nur einen so ein, ja, so ein bisschen was da liegen hast. Naja, kann man nun mal nichts machen. Ne? Nee, aber das wird hier gemäht. Dann kommen die Ränder hier drin. Gut, hier steht dann halt nicht wirklich viel. Die Kanten können sie eben sauber machen. Aber das war's dann auch. Dann muss ich mal gucken. Da hinten das Gras. Wenn die Gerste, oh genau, Gerste kommen da hinten ja hin. Wenn die Rüben weg sind. Ja. Wenn die Rüben weg sind, dann kommen da die Ränder auch noch hin. Ach, wenn die Rüben weg sind, sag ich schon, wenn die Gerste da drauf gekommen ist, wenn da alle fertig ist,
Kommt da hin, denke ich, nochmal Draht hin. Dann können die Ränder da nochmal laufen. Können sie das nochmal sauber fressen. Und ja. Ja, da Mais, also der ist noch schön grün. Ja, kolbenmäßig ist halt nicht so pralle dieses Jahr. Ja, wie gesagt, hier die Siloplan, die muss ich noch weg. Die lasse ich noch eben ein bisschen trocknen. Und dann wird die aufgerollt und dann einmal weg. Flachschieben hier. Dann kommt hier hinten quasi vor dem Silo hier einmal Grassilo hin und hier vorne dann halt Stoppelrüben und Mais. Aber da muss man gucken, wie das alle hinhaut. Aber so war eigentlich dann der Plan. Mais-Silo kommt dann wieder ein Silo-Plan darunter. Also ja, das hat jetzt 2 Jahre gut funktioniert und ja, da will ich dann auch so weitermachen. Kram habe ich da vorne stehen. Ja, hier die Hacke schon hinter, da habe ich schon fertig gemacht. Dann geht es gleich nochmal eben hin. Stoppelbüben hacken, Dünger dran. Und nochmal gucken, ob ich morgen früh dann Düngerstreuer raushol. Ja, dann einmal Dünger aufs Gras. Ja. Ja, 2 Weibenbelaner sind ja schon raus. Aber. Wie gesagt, da kommen halt noch zu viele kaputte Kartoffeln oben an. Es ist deutlich besser geworden. Ich bin hier immer mit der Hydraulikpresse drauf gewesen. Die Welle hier, die Stange hier, sag ich mal, die war komplett einmal krumm. Und die habe ich einmal wieder gerade gemacht. Aber reicht noch nicht. Und dann das nächste ist, was ich dann auch noch mal neu mache, wenn ich das immer gefunden habe, das sind hier diese Gummis. Ja, die meisten sind auch wohl relativ gut, sag ich mal, aber da sind auch ein paar, die neu dürfen, werden die auch mal mit neu gemacht. Und ja, das ist einfach nur so eine Stange, die hier drin geschlagen oder drin sitzt. Quasi hier oben einmal ein Gummi mit hier unten nochmal so ein Fitzel dran, wo die Stange durchgeht und dann, ja. Noch nicht gefunden, aber ich habe auch noch nicht großartig geguckt. Ja, da muss ich mir da mal die Tage nochmal wieder dran setzen. Ne? Aber sonst läuft das soweit. Kartoffeln kommen oben an. Mit den neuen Schalen, das funktioniert. Also, das geht jetzt deutlich besser wie vorher. Jetzt zieht er sich auch richtig im Boden rein. Vorher, ja, hast du runtergelassen, den Hebel vom Steuergerät nach hinten gedrückt, dass er sich eigentlich im Boden reinziehen müsste. Hat er da aber nicht wirklich gemacht. Ja, macht er jetzt deutlich besser. Ja, aber was ich so hier vorne rausgeholt habe an Kartoffeln, da muss ich sagen, sind die Laura und Melody einmal so schlecht. Also die habe ich jetzt ja dieses Jahr das erste Mal und ja, die sind ganz gut, also da kann ich mich nicht beklagen. Also ich denke mal, die Laura, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder angepflanzt und ja, mal gucken, ob ich dann die Melodie wieder nehme oder wenn ich die Adreta kriegen kann, kommen die Adreta wieder drauf und dann halt noch ein paar mehr Zwiebeln. Zwiebeln hatte ich ja halt nur, ja, was ist eine Reihe bis dahin, wo die eine Maisreihe aufhört oder anfängt, was sind da 10 Meter vielleicht. Ja. Also, Zwiebeln, muss ich sagen, sind auch schon einige durchgegangen. Aber ja, deswegen kommen nächstes Jahr ein paar mehr. Dann halt ein paar Kartoffeln weniger.
Aber gut. Kartoffeln kommen ja nächste dahin, wo jetzt Mais steht. Auf dem Stück da wieder eine Weide. Und dann, ja. Und nochmal gucken, ob wir die Zwiebeln dann vielleicht sogar mit einer Roder mal rausholen. Und, sollte ja eigentlich auch funktionieren. Ja, Johnny muss ich auch noch sauber machen und den Corona-Wagen. Sonntag ging es nämlich noch zum Oldtimer häckseln. Ja, diesmal abgefahren. Ja, dann, wenn der Wind dann von hinten kommt, dann saut ein Trecker wohl gewaltig ein. Also, da gibt es dann wohl mal ab und zu eine Ladung Mais von hinten ab. Puh. Nächsten Samstag geht es nämlich auch noch wieder zum Oldtimer häckseln. Ja, dann wird wieder gehäckselt. Ja. Dann nochmal eben dazu. Und dann geht's eventuell diese noch einmal zum Oldtimer flügen. Und das hat ja auch schon wieder fast vorbei. Wahnsinn. Ja, das rennt so weg. Naja. Jedenfalls schnappe ich mir gleich mal eben den Kramer und dann hacke ich mal eben die Stoppelwippen durch. Dann kann der Dünger drauf. Und dass die nochmal eben einen Schlag machen. Oh, und dann kommen die, ich denke mal, nächsten Wochen auch schon wieder runter. Das wird nicht, wer weiß wie viel sein dieses Jahr. Weil die Gerste halt noch rein soll, aber ja, gucken wir mal.
die haben einmal durchgehackt, durchgeflügt, durchgegrobert, wie auch immer. da ist halt das Unkraut, das war halt schon ein bisschen größer. Da hätte ich eigentlich schon etwas eher durchgemusst, aber ja, ich habe es jetzt gemacht. Gucken, ob ich da eventuell nächste Woche nochmal durchgehe. Aber ja, so kann es erstmal. Und wie gesagt, da kommt einmal ein bisschen Dünger drauf und dann muss eigentlich gut sein. Dann kann die Hacke hinterm Kramer wieder weg und so, dann ist ja erstmal, ist das auf jeden Fall erstmal erledigt. Ich kann auch nochmal hier hinten so ein bisschen etwas spekulieren. Aber ist nicht viel anders wie vorne. Ja, hier ist etwas schlechter. Zum Wald hin wird es natürlich wieder ein bisschen besser. Hier ist das Wasser also ein bisschen vom Wald geschützt. Hier ist ein bisschen mehr Schatten. Aber ja, sitzt jetzt auch nicht die Menge. Hier ist noch ein bisschen mehr, aber ja, das macht jetzt auch nicht. Macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Gucken, was runterkommt, kommt runter. Und da muss gut sein. Ja, und wenn die Stoppelblumen dann hier weg sind, dann geht es hierbei einmal alles fertig machen für die Gerste. Dass die wegkommt. Dass die reinkommt. Wenn der Mais runter ist, da muss dann noch Zwischenfrucht rein. Ich habe mir da noch Senf, Facilia und Ölrettich. Ja, Ölrettich dazu bestellt. Ich habe ja noch ein bisschen was stehen vom letzten Jahr. Und dann mische ich das einmal eben. Und dann kann das hier nämlich einmal drauf, wo meistens so ist, dass da nochmal ein bisschen Zwischenfrucht ist. Fertig. Jo. So, Kramer steht wieder drin. Hacke haben wir im Hintergelassen. War eigentlich. Ja, mal gucken, eigentlich kann ich hier wieder erstmal drin stehen bleiben. Bis zum nächsten Einsatz. Autoanhänger habe ich da mal hingestellt. Den brauchen wir diese Woche eigentlich auch nochmal wieder. Oder nächste Woche, dann müssen wir mal gucken, ob wir nochmal Müll wegbringen wollen. Ja, gucken. Ne? Johnny kommt rein, der Kronenwagen stelle ich ihm rein. Und morgen wollte ich dann einmal Dünger an den Stoppelbüben haben und restlichen Dünger dann aufs Gras. Ja, Kartoffelbruder wollte ich morgen an die bei. Und dann sieht, dass ich da dann mal weiter kann mit Kartoffeln rausholen. Jo, genau, ein Blech, wird man jetzt wahrscheinlich sehen. Ich habe jetzt auch keine Lampe hier, ne. Also Blech habe ich da stehen, 2 mm. Dickes Blech ist das. Ich hätte, glaube ich, 1 mm bestellen sollen. Wäre, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, aber gut, jetzt haben wir das. Muss das mal eben. Genau, 9 Satz Spanngurte habe ich mir noch bestellt, oder 4 Stück, 4x 5 Tonnen Spanngurte. Ja, meistens, wenn du mal irgendwie was holen willst, dann hast du einen Spanngurt zu wenig oder musst einmal mit so kleinen Spanngurte und so rumtüdeln. Und das schockt nicht. Deswegen habe ich mal 4, 5 Tonnen Spanngurte bestellt, ob 8 Meter oder so lang sind die, glaube ich. Weil da bist du dann doch schon ein bisschen mehr geholfen mit. Ja, Mängelhexer wollte ich die Tage auch noch immer rausholen. Weil den Mais hier, den wollte ich mit dem Mängelhexer dann eben runterreißen, weil ja, sonst steht er nur noch rum und dann bleibt er noch ein bisschen in Bewegung. Ja, die in Freilauf oder die Mitnehmerkupplung, da muss ich immer noch mal bei. Ketten spannen muss ich noch und dann mal gucken. Also, ich hatte ja schon den Gedanken, den eventuell mal zu verkaufen. Dass da dann John Deere Hexer dafür kommt. Was hat MH35 oder so? Ich meine MH35 oder 25. Aber ja, wenn du da einen findest, die stehen auch wieder, wer weiß wo. Und mal gucken. Ich weiß es noch nicht. An sich schockt der Mängel ja wohl. Der müsste auch noch wieder ein bisschen besser schmeißen, also wenn er Kolben und so zu packen hat oder generell was zu packen hat, dann geht's, dann haut er gut raus, aber ja,
Hiebel müsste höher sein und noch etwas länger, dass man besser oder weiter auf dem Anhänger drauf kommt. So zum Beispiel wie beim Krone, das ist eigentlich tipptopp. Also der schmeißt auch gut. Aber ja, der Mängel, das ist manchmal, dann hat er nicht viel zu packen, dann fällt es fast neben Anhänger und ja, da müsste eigentlich ein bisschen mehr kommen. Aber ja, schauen wir auf jeden Fall. Messer müssen noch scharf. Gegenschneide wieder dran stellen. Das soll eigentlich alles nur eben gemacht werden. Ich muss hier noch eine Mieze. Mieze, wo bist du? Da hinten ist Mieze. Ja, noch eine. Ja. Das sind so Sachen, die einfach eben gemacht werden müssen. Und dann ja, gucken. Irgendwann nehme ich dann auch die Kupplung los und den Freilauf. Muss ich mal gucken, wann. Aber auf jeden Fall ist der Kartoffelbruder jetzt im Moment wichtiger. Gut, der Häcksler auch, klar. Aber die Kartoffeln, die müssen erst raus. Dann kann ich nämlich vernünftig häckseln. Und ja. Aber ich mache hier auf jeden Fall ein Ende mit dem Vlog. Ja, dann Dünger schreiben, so kommt im nächsten Video. Ja. Denk mal, ich schmeiß hier noch was vom Maishexen letztens hier rein. Ja, kann man eigentlich machen. Und im nächsten Video oder im nächsten Vlog kommt dann von jetzt Sonntag mit rein. Ja, machen wir so. Und von Samstag dann dementsprechend da auf dem nächsten Vlog. Oh, Mietzise, kloppt euch auch noch am besten hier. Sieht man nie. Knallkorb. Oh, da ist er. Ja. Wie gesagt, eben mache ich ein Ende. Dann würde ich wieder sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm never gonna